Hubert, ihr seid mit einem Minikader hierher gefahren. Was waren deine Erwartungen vor dem Spiel? Ja, wir wollten sehr defensiv spielen und so lang wie möglich, dass die Null stehen bleibt. Und dann sind wir ja Gott sei Dank gleich in Führung gegangen. Das war ja auch gut für die Moral und alles, weil wir haben sehr viele Verletzte, wichtige Spieler, was verletzt sind. Aber die Jungs, was dabei waren, haben einen super Job gemacht und bin sehr zufrieden von der Mannschaftsleistung. Ihr habt jetzt, glaube ich, seit 9 Tagen einen neuen Trainer. Was habt ihr geändert seitdem? Nicht viel. Ein bisschen taktisch defensiver gegen so gute Mannschaften wie Regensburg und Freiburg, dass wir sehr defensiv spielen, weil spielerisch, die haben 4 Reihen und wir bloß 3 oder 2. Das geht dann konditionell nicht über 60 Minuten. Jetzt muss ich doch noch eine letzte Frage zu deinem Look und deinem Bart stellen. Hat das einen bestimmten Hintergrund? Ja, das war eine jugendliche Leichtsinnaktion mit einem Freund von mir. Haben wir gewettet, bis Saisonende keine Haare mehr schneiden und den Bart auch nicht mehr. Bis Saisonende? Ja. Hältst du das wirklich durch? Ja, okay. Muss ich fast. Dann bin ich mal gespannt auf unser letztes Spiel gegen Füssen, ja, wie es dann ausschaut. Auf jeden Fall. Fabian, danke. Das war ein hartes Stück Arbeit heute gegen Füssen. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Ja, der war ein schwerer Gegner. Wir haben gewusst, dass die Liga ist ja eng, das wissen wir ja alle. Und ja, heute haben wir wieder einen schlechten Start gehabt, wie in Deggendorf. Nach 2 Minuten gleich das Gegentor gekriegt. Wir haben uns dann aber zurückgearbeitet, unsere Chancen erarbeitet. Und ja, und die Tore dann nach und nach geschossen. Und dann das zweite Tor war ein bisschen unglücklich, waren wir eigentlich in Überzahl in der Ecke. Im Endeffekt waren es eigentlich nur unsere eigenen Fehler, dass uns das Leben schwer gemacht hat heute und die Chancenauswertung. Die müssen wir ein bisschen verbessern. Das waren beides sehr knappe Spiele am Wochenende, am Freitag in Deggendorf, heute daheim gegen Füssen. Wie ist es für dich da in der Schlussphase? Schaust du da auf die Uhr? Wie bist du da konzentriert? Ja, ab und zu schaut man schon auf die Uhr, um zu gucken, wie lange es ist. Also ich habe so Rhythmus, also bei jeder dritten, vierten Unterbrechung schaue ich mal kurz drauf. Und ja, in den letzten paar Minuten guckt man jetzt nur noch ab der letzten 5 Minuten einmal noch auf die Uhr und dann ist ja meistens immer 2, 1 oder 1,5 Minuten vor dem Ende nochmal eine Auszeit, so wie heute. Und ja, in Schlussminuten Scheibe auf dein Tor zufliegt, bist du da nervöser als sonst in den restlichen Minuten während des Spiels? Nee, das vergisst man, wie viel noch zu spielen ist. Man konzentriert sich nur darauf, den Schuss zu stoppen. Und ja, die Jungs sagen immer, ja gut, noch ein paar Minuten, dann haben wir es geschafft und dann ist es wieder so. Und ja, aber man weiß, dass es eine wichtige Phase des Spiels ist, ja heute auch so wieder. Dann geht's haben wir heute in der letzten Sekunde nochmal einen scharfen Schuss aufs Tor gekriegt. Und ja, man ist halt immer konzentriert eigentlich. Das war jetzt am Wochenende auch die Premiere für deine neue Maske. Erzähl mal, wie bist du dran gekommen und was sind für Motive drauf? Was ist da zu sehen? Ja, ich habe im Training habe ich gemerkt, dass meine alte Maske kaputt geht, die schwarze. Und dann habe ich mit dem Vorstand und mit dem Verein geredet, ob ich eine neue bestellen kann. Dann habe ich meinem Bekannten die Maske bestellt, die war dann komplett weiß. Und ja, dann habe ich entschlossen, mir jemanden zu suchen, der mir das Design und airbrushed. Und da hatte ich erst eine Firma in der Schweiz angefragt, weil ich dann Bekannten hatte. Und da hätte es aber 4 bis 5 Monate gedauert, bis ich da überhaupt mal dran gekommen wäre. Und dann hat der Alex Brickmann mir gesagt, dass sein Bruder beim Thomas Jetter hier die Maske machen lassen hat, in Emding, der früher mal hier bei uns gespielt hat. Und dann habe ich halt Kontakt aufgenommen und dann hat es im Endeffekt 3 Wochen zur weißen Maske jetzt bis zu dem Endprodukt, sage ich jetzt mal, gedauert. Und ja, man kann eigentlich von vorne, wenn man von vorne sieht, die Maske ist eigentlich 2 unterteilt. Einmal hier die Freiburger Hälfte und dann eine Hälfte, wo mit mir zu tun hat. Und man kann hier unten auf der Freiburger Seite sehen, dass das Stadion halt ist, ohne Dach. Von 1969 ist das Foto. Das haben wir aus dem Eishockeybuch, Freiburger Eishockeybuch geholt. Dann ja unser Logo hier oben in grau-rot. Und hier oben kann man das Münster erkennen. Auch wieder in grau gehalten, mit ein bisschen rot umrandet. Daneben dann aggressiver Wolf, auch wieder in grau. Dann Stadtwappen, das wollte ich auch drauf haben. Das fand ich ganz wichtig, weil es gehört halt zu Freiburg. Dann aus unserer Merchandising-Reihe der ERC Freiburg-Schriftzug mit Established in 1984. Weil wir hatten erst überlegt, ob wir eine 30 Jahre Maske machen oder ob ich die noch nächstes Jahr spielen soll. Dann habe ich gesagt, dass ich es noch nicht genau weiß, sondern eher die Variante noch für das zweite Jahr dann wählen. Dann haben wir hier wieder die verschneiten Tannen für den Schwarzwald. Ja, das war's eigentlich. Dann wird es quasi in der Mitte getrennt von dem blau-weiß-roten Schriftzug von uns, von unseren Vereinsfarben. Und mit meinem Namen noch drin. Das hat er nachträglich gemacht, das war eigentlich nicht so abgesprochen, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er da noch was eingebaut hat.
Und dann auf der anderen Seite kann man einen See aus Kanada erkennen. Das fand ich ganz schön, das Motiv, das wollte ich drauf haben, weil die meisten fangen auf dem See an. Ich habe zum ersten Mal auf dem See Kinder spielen sehen, Eishockey. Das haben wir hier unten, das Foto vom Chiemsee. Da erzähle ich gleich noch mehr zu. Und ja, dann haben wir noch überlegt, was für einen Spruch wir da reinbringen. Dann haben wir uns entschlossen, the crease is my home. Also der Torraum ist mein Zuhause, weil ich da halt 6 Tage die Woche drin bin und das eigentlich mein zweites Wohnzimmer ist. Ja, dann erkennt man hier ganz fein, sind noch so ganz kleine Tannen in schwarz und ganz hell im Grau eingearbeitet. Das erkennt man halt auf die Distanz nicht so, aber wenn man näher dran steht, erkennt man es. Dann das Stadtwappen von meiner Heimatstadt, ist normalerweise blau-weiß-rot, aber wir haben uns dazu entschlossen, das in schwarz-grau zu halten, in den Grautönen, weil es einfach zum Gesamtbild besser passt. Dann, wie erwähnt, schon mal das Chiemsee-Foto. Ja, da hat alles angefangen, da habe ich zum ersten Mal im Winter 96, 97 Kinder Eishockey spielen gesehen und wollte dann gleich anfangen. Habe dann im Winter gleich Schlittschuhlaufen gelernt. Ja, das war so der Beginn von allen. Okay. Und dann haben wir hier vorne noch meine Trikotnummer in Rot und einen Wolf in Blau gehalten, der aggressiv rausschaut. Das habe ich zugeschickt bekommen von einem Fan, von Patrick Gleiser. Und da habe ich gesagt, okay, überlegen wir, wie wir den vielleicht einbauen können. Da meinte der Thomas einfach, ja, lass ihn doch vorne aus der Nummer rausschauen. Das ist dann das Resultat geworden, sieht super aus. Denn überall sind so kleine Einzelheiten, so kleine so Highlights gesetzt und so ein paar Punkte, als ob schneit. Also es ist ziemlich aufwendig gemacht und ja, ich bin froh, dass er mir die so designen konnte und ja, ich bin stolz drauf, dass es so gut geworden ist. Also ich hätte mir das nie im Leben so vorgestellt, dass es so fein und so toll aussieht und einfach, ist einfach schön. Hast du den Entwurf gesehen vorher oder hat er da künstlerische Freiheit gehabt, der Thomas? Ich habe ihm die Motive auf der Seite habe ich ihm eigentlich alle geschickt und den Rest hat eigentlich er gemacht, wie das angeordnet ist, hat er alles entschieden. Und ja, wir haben uns halt nur abgesprochen, welche Motive drauf sollen und welche nicht. Und ja, den Rest hat er eigentlich übernommen und das hat er eigentlich super hingekriegt. Ich bin da richtig begeistert von. Was ist auf der Rückseite zu sehen? Auf der Rückseite, ich wollte eigentlich den Thomas Dollack irgendwie hier auf der Seite haben, da haben wir uns entschlossen, okay, haben wir uns entschlossen, das auf die Rückseite zu packen. Und das habe ich halt, der hat eine Maske aus Braunlage da gehabt, da war es so ähnlich angeordnet und da habe ich gesagt, okay, das gefällt mir so gut, lass uns das so ähnlich machen. Dann haben wir einmal die Trikotnummer von Thomas mit in schwarz-weiß gehalten, die Tannen. Und wieder mit ganz fein die schwarzen hier. Dann haben wir hier ein altes Spielerfoto von ihm. Das war gleich mal auf einer Autogrammkarte. Und ja, und hier oben seinen Spruch, man muss immer kämpfen, weil das war halt so seine Hauptdevise. Und ja, ich wollte ihn auch unbedingt drauf haben, weil ich Thomas viel zu verdanken habe. Der hat mich damals vor jetzt 7 oder 8 Jahren nach Freiburg geholt, wo in Iserlohn alles vorbei war quasi für mich. Und ja, ich habe ihm eigentlich viel zu verdanken, dass ich jetzt so weit bin. Das ist eine wunderschöne Maske. Was kann mit so einer Maske passieren, wenn da ein Schuss zum Beispiel drauf geht? Ja, ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass bei meiner alten Maske ist hier vorne das Carbon draußen abgesplittert hat schon und dann ist so das erste Anzeichen, dass die Maske langsam ihr Haltbarkeitsdatum erreicht hat, weil wenn man überlegt, ich kriege jedes Training meistens so 3-4 Schüsse gegen Kopf und Kopf ist halt schon wichtig für uns und die Scheiben sind ja hart und war dann Ersatz. Einen automatischen Reflex, wenn so eine Scheibe auf einen zufliegt, auch noch auf Kopfhöhe, sich wegzuducken? Ja, am Anfang schon, aber wenn im Training dann die Tore fallen, dann schreien die Mitspieler einander und der Trainer auch manchmal ab und zu. Und wir sind ja eigentlich gut geschützt, das ist ein super Material. Das Einzige, was man versucht, dass man den nicht gegen den Hals kriegt, das heißt, man zieht die Schultern hoch und macht so quasi so den Schildkrötenkopf. Aber ja, du bist eigentlich super geschützt damit und ja, da passiert eigentlich nichts, also in seltenen Fällen. Ich habe jetzt das letzte Mal, wo, glaube ich, was Ernsthaftes passiert ist, das war mit dem Gitter vorne, aber das ist die Seltenheit, weil das ist so stabil alles, das ist sicher wie Panzerglas, würde ich sagen. Wann bist du in deinem Element? Wann macht dir es so richtig Spaß, mitten im Spiel mittendrin zu sein? Ja, jetzt wie heute in Unterzahl, wo wir die 5 gegen 3 haben zum Beispiel, wo es halt eng ist und dann knapp. Und zum Schluss, wenn man Druck kriegt, dann weiß, okay, jetzt ist es wichtig, es macht dann am meisten Spaß. Aber generell macht man eigentlich immer Spaß, weil wenn man auf dem Eis steht, weil das, was man nie tut, man liebt man. Das tue ich auch und ja, bin froh, dass ich so hoch spiele schon. Danke, Fabian, für das Interview. Ich wünsche, dass die Siegesserie auch mit der Maske jetzt noch eine Weile anhält und ja, viel Glück weiterhin. Danke dir. Ja, danke schön. Ich hab's drauf, ja. Ich hab heute. Er ist nervös. Irgendwie dieses Wochenende
Vielleicht sollte es still sein. Mhm. Das wäre Plastik und dann Kuchen. Das war mein Geburtstagsgeschenk. Das ist ein bisschen schwierig.